Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Die Hearthstone Expansion ist vor 20 Minuten circa gestartet und ich will natürlich direkt einsteigen damit. Ich habe einmal ganz kurz reingeguckt und will euch jetzt den ganzen Content von vorne rein zeigen. Ich fange natürlich mit Normal an, das andere geht ja noch nicht, leider. Der erste Boss habe ich auch mal ganz kurz anprobiert. Mit einem Fun-Deck hat nicht so ganz geklappt. So. Die anderen 4, 5 Wings habe ich natürlich schon alle gekauft. Und ja, ich werde mal loslegen, würde ich sagen. Ich nehme diesmal den Druiden und hoffe, dass das hier schön klappen wird. Das ist ein ganz normaler Ramp-Druid. Falls ihr das Deck sehen wollt, kann ich es euch auch irgendwie zeigen. Ich spiele gegen Anubrikan. Und haben schon mal einen ganz guten Start eigentlich. Ich würde sagen, wir das behalten wir sogar direkt mal. Wir können den Yeti direkt innervaten. Ansonsten mal schauen. Ja, skippen wir den Turn und tun dann direkt den Yeti rausholen. Ja, das ist relativ okay noch für mich jetzt. Der Yeti hat da keine Probleme mit. Wird auch erstmal ignoriert. Was ist das denn? To your hero, okay. Interesting. Ich würde mal sagen, ich spiele einen Taunt und tue einfach den Face angreifen. Soll er damit irgendwie was machen? Ah, das ist Wayne. Ja, gut, alles schön reinrennen, wie ich es mir erhofft habe. Und für nichts zu habe ich nichts. Hab einen Swipe, natürlich mal auf jeden Fall aufbewahren. Und greifen wieder Face an. Weil das wird ja sowieso wieder geheilt. Was ist das denn? Okay, das ist Assi. Was mache ich denn jetzt dagegen? Oh, scheiße. Ich würde sagen, wir tun einfach skippen tatsächlich. Und tun dann im nächsten Zug einfach den Ancient of War spielen. Ich meine, dann ist eigentlich keine große andere Wahl dagegen. Auch wenn ich sehr gerne den Nerubian da killen würde. Aber so sieht das erstmal ganz gut aus. Kann, glaube ich, 5, 6, 9. Er hat noch nicht genügend Damage. Das ist gut. Und wir haben auch schon die geile Combo von uns. Er lässt alles reinrennen, okay. Hat einen Mord. What the fuck, okay. Interesting. Aber das sieht gut aus nach einem Swipe. Dann kriegen wir nämlich auch eine nette und hoffentlich große Kreatur. Von dem hier. Okay, was kommt jetzt? Lol, der wird sogar gedamaged. Interessant. Naja, gut. Im nächsten Zug haben wir auf jeden Fall gewonnen mit der Combo. Und dann wäre auch der erste Boss schon besiegt. Oder auch nicht. Ne, da haben wir nämlich nicht gewonnen gegen diese Karte. What the fuck? Spielen den Ancient of Lore, ziehen ein paar Karten. Und falls wir einen Zweier-Trop haben, benutzen wir den. Ansonsten tue ich einfach mal direkt den Face angreifen. Ich merke auch gerade, dass ich die ganze Zeit 30er FPS spiele. Das habe ich, glaube ich, aus Versehen mit der Ding ist verkackt ein bisschen. Mit der Einstellung von Fraps, das muss ich gleich mal ändern nach diesem Spiel. Also wundert euch nicht. Ich spiele direkt den nochmal, weil mit der Combo gewinnen wir noch nicht, da wir viel zu wenig Schaden haben, wie ihr sehen könnt. Und spielen nach denen hier einfach Minion Spam, sodass wir die Combo dann gleich raushauen können von Force of Nature's Avatar. Alter, schon wieder scheiß Dingens. Oh, Alter, what the fuck? Was hat denn für Karten? Okay. Interesting. Können wir die Combo jetzt schon machen? Ich würde eigentlich schon sagen. Ich habe zwei von den Combos. Ich bin noch ziemlich gespannt, was sonst noch hier kommen wird. Nein, den nehmen wir nicht, sondern wir natürlich, das ist klar. Okay, ein scheiß Golem nur, aber wenn wir jetzt nochmal Savage Roar, nicht Savage Roar, Force of Nature ziehen, haben wir nämlich auch gewonnen. Das wäre sick. Mal schauen. Okay, das ist eine Rubin Egg, sollen wir natürlich nicht killen. Okay, tun wir mal ein bisschen Karten ziehen, damit wir da an das Dingens rankommen. Weil Lethal haben wir jetzt noch nicht.
Okay, das bringt uns wenig. Wir spielen jetzt den hier einfach noch. Und haben Lethal im nächsten Zug. Shadow Flame. Okay. Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Jo, nice. Tun einen schönen Savage Ra ran und ins Face. Bam, da haben wir den ersten Boss besiegt. Nice. Ich bin mal gespannt, ob wir auch was bekommen. The Grand Widow. Da bin ich mal gespannt, ob wir den besiegen werden. Was passiert denn jetzt hier? Nix oder was? Ich kann ja gerade nichts machen. Die Server sind noch ziemlich am Abspacken gewesen vorhin. Vielleicht ist das jetzt wieder passiert, keine Ahnung. Yep. Okay, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder, würde ich mal sagen. So, Leute, da sind wir wieder. Hasan hat sich gerade wieder eingeloggt. Und wir haben einen Haunted Creeper unlocked. Jetzt nicht die geilste Karte, aber immerhin etwas. Ihr seht schon, 90 Packs kommen noch gleich. Aber erst muss ich mal kurz noch Fullscreen aktivieren.